Realschule Kassel. Ja, in meinem Unterricht ist mir besonders wichtig, dass die Schüler ja erstmal mit einer Offenheit in ihre erste Tanzstunde gehen. Die meisten Schüler, die ja in die Schauspielschule kommen, haben wenig oder gar keine Tanzerfahrung. Das heißt, ich fange an und wir starten erstmal mit Körperbewusstsein. Wo ist mein rechter Arm, wo ist mein linker Arm, wo sind meine Füße? Das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an und blöd, aber tatsächlich ist das eine Bewusstseinsarbeit, die unglaublich wichtig ist. Als Schauspieler ist eine gute Körperlichkeit Voraussetzung. Eine Rolle wird ja nicht nur mit der Sprache gespielt, sondern wird auch über den Körper geformt und ja, über den Körper auch ausgedrückt. Genau, das heißt, in den ersten zwei Semestern haben wir erstmal ganz viel Tanztraining, Techniktraining, Platzierungstraining, Lauftraining. Wie gehe ich über die Bühne? Wie bin ich präsent? Und dann starten wir eigentlich auch schon für das große Tanztheater. Die Proben starten im dritten Semester, aufgeführt wird im vierten Semester. Ja, und dann haben wir ein abendfüllendes Stück, ein Theaterstück, was ganz ohne Sprache, ja dafür mit ganz viel Bewegung eine Geschichte erzählt. Ja. Thank you.